Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Part 35, glaube ich, ist das jetzt schon. Und ich bin jetzt immer noch, also das ist jetzt gerade der Folgepart von Part 34. Wir sind immer noch hier am Toltas-Kloppen und Riesen Igneos. Und ja, gehen auf Level 38 zu. Also Start vom Level 37 an, aber auf Richtung Level 38. Es geht recht schnell. Dankeschön an den kleinen Zatox Zytix auf Level 29. Aber er hat gesagt, er lebt auch recht gut bei diesen Monstern hier und das ist gut. Also, dann machen wir hier weiter und kloppen die Toltas-Sklaven. Schön, dass die großen Gargoyles hier nicht aggro sind. So, aber Stun ist nicht so gut. Ja. Also kloppen wir hier ein paar Gegner nochmals. Ich muss gerade hier mal die Zeit anmachen. Items haben wir leider immer noch nicht gefunden, nur diese Loot-Sachen. Die geben wirklich keinen Loot, also tue ich die mit dem Ding gar nicht angreifen, mit dem Beshi. Weil ja der auf Loot aus ist und diese hier auf EXP aus ist. Ist es mit diesem hier auch ein bisschen egaler. So. Ja, toll. Musste nicht losgehen, Maker. Ich muss ab Level, ab 30 Sekunden, 30 Minuten an auf die Zeit, auf den Timer drücken. So. So, an den Zertox Zytix. Am besten machst du deinen Beshi auf Level 37, 38. Ich helfe dir auch ein bisschen dabei. Und machst den dann nur weiter, natürlich, wenn ich aufnehme. Mit dem Barbaren spiele. Und deinen Barbaren kannst du dann weitermachen, wenn ich den Beshi weiter trainiere oder auch von dir aus ein bisschen trainierst. Ja, dann haben wir nämlich immer gut ein paar zum Leveln. Das tut gut. Ekstase. Welches ist Ekstase? Hä? Ist Blutdurst auf Englisch Ekstase? Weiß das jemand? Weil da stand jetzt Ekstase und Blutdurst. Kann sein. Ja, geht recht schnell. Also es geht jetzt nicht mehr so schnell. Jetzt haben wir erst bald zwei Striche. Aber das ist auch klar, dass es mit fortgeschrittenem Level weniger schnell geht. Wäre ja schlecht. Vor allem für die Entwickler. Als für uns. So, greifen wir die riesigen Igneos hauptsächlich an. Dann bekomme ich auch viel mehr. Ich will nicht die angreifen. Aber, ja, ich kann die mal angreifen. So. Bei Rote geben natürlich noch mehr Erfahrung, aber gehen auch viel länger. So. Der Stun ist leider ein bisschen daneben gegangen, das ist klar, weil man trifft die roten Gegner auch nicht so viel. So. Hm.
greifen wir den Ding da oben wieder an, nachdem wir die zwei getötet haben. Den, nein, der ist violett, der greifen wir nicht an. Dann gehen wir mal da oben, nach oben. Da gibt es aber auch öfter, nein, nicht so oft Gegner. Aber hier gibt es rote wieder, sehr gut. So. Dann habe ich schön zwei Parts. Dann gibt es morgen dann diesen Part hier und den vorigen gibt es heute noch. Ja, das ist gut. Ein guter Plan. Der Mann ist Level 30. Das müsste ja jetzt jederzeit sein. Ah, schön, hier sind dann wieder ein paar mehr. Und Augen des eines dunklen Gargoyles und Flügel eines dunklen Gargoyles. Ist jetzt nicht diesen Loot, den ich erwünscht habe, aber immerhin mal andere Loot-Items. Also obwohl die jetzt ein bisschen länger gehen, die geben scheinbar schon ein bisschen was anderes. So. Blutdurst, also Ekstase. Ecstasy. Ecstasy. Lustig. Ecstasy. Und Ekstase. Mit dem zweiten deutschen Namen Blutdurst. Komischerweise. Komm, wir greifen mal mit der 1 an. Erfolg, aber es bringt ihn. Was macht das? Ziel wird betäubt, abgreift trotzdem mal. Okay. Ist gut, okay. Verstanden. Dann lieber mal mit einem Ding angreifen, mit einem Südkreuz. So. Ecstasy. So, er kann jetzt mal kurz ein bisschen ausruhen. Ich bekomme nicht so viel Schaden. Aber er hat ja auch einen Zauber mit Mana. Er soll nur sich mal ein bisschen Mana geben, genau. Ey, das macht er perfekt. Der ist sehr gut. Nein, das ist 0815. Skill vom Beshi. Das weiß er ganz genau. Oh, der muss ihn nicht angreifen. Er soll das nicht angreifen. Ich soll das nicht angreifen, meine ich. So greife ich. Da hau ich einfach ab. Fertig. Er soll mich nicht angreifen. Dann soll er mich nicht angreifen. So. Und Ecstasy, komm schon. Greif an, Ecstasy, yes, ja. Yeah. So, das nennen wir da vorne. Weil die Toltar-Sklaven, die kill ich schneller und geben mehr Erfahrung im Durchschnitt als die großen, fetten Gargoyles. Die feurigen. Riesige Feurige. Ja, die riesigen Gargoyles, die gehen nämlich recht zäh nur vonstatten.
So. Jetzt geht's set. So, und da ist Jus hat das Agespark zurückgerobert. Wir könnten jetzt Richtung Ende des 35. Parts noch ein bisschen Reichsschlachten machen. Wollen wir zusammen noch kurz eine Reichsschlacht machen? Ich nehme auf. Kurz Ignis hat. Ja. Suche Wortschlacht. Gruppe. So. Wortschlacht. So, mal schauen, ob er jemand annimmt. Ich muss mal kurz verlassen. Party verlassen. Mal schauen, ob ich mich jemand annimmt. Teni. Wo ist der Teni? Für Teni? Ist Teni... weiß jetzt nicht. Ich glaube, Teni gibt uns nichts. Oder fast nichts. Keine Ahnung. Ich gebe ihm den Gestein. Ich möchte gerne suche Fortschlachtgruppe bitte einladen. So, was war jetzt das? Was war das für ein Ding? Das Sammelfort ist unser. Der Xerdit. Ich werde ihn mal kurz slash party Xertox Zytix so ist hier nicht jemand reingegangen? Wo ist der hin? Ist der hin? Ich weiß nicht, wo der ist. Habe Fortschlag Party. Mal schauen. Wie kann ich die einnehmen? Slash Party Draco Tunde wird. Der ist schon wieder Party slash Party Ise.
Comet. Der ist auch schon in der Party. Slash Party Royalinchen. Was? Slash Party Royalinchen. Die nimmt vielleicht an. Slash Party Serü. Spiele nicht gefunden. Ah, man sieht dort. Sehr dort. Party General. Ja, wir gehen mal hin. Jo. Ja. Dann am besten so. Er wird wahrscheinlich noch ein paar einladen, wenn er kann. Sonst muss ich einladen. Tenny. Ja, wollen die Tenny jetzt machen oder wollen die es Fortschlachten machen? Sollen wir Tenny machen? Können schon Tenny machen. Such habe Party für Fortschlachten. Jemand Bock? Ob die überhaupt wollen jetzt oder nicht? Ich weiß es jetzt nicht. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Vielleicht kommt ja jemand zu mir und will dann mitmachen. Aber scheinbar nicht. Der Garmon ist wieder hier. Dann sieht man direkt mit seinem teuren, mega teuren Pet. Ja, du musst jetzt nicht Handel-Chat schreiben. Handeln. Elite-Barbaren, Schwertlings-PN. Realinchen geht offline. Xerdit geht offline, schade. Nun gut. Da ist das Pet von dem. Ich will auch so ein Pet, aber bekomm's nicht. Lass mal machen, mal Ignis. Ah, Argus, okay. Slash Party Ignis Slide Krieger. So. Und wer will noch? Lad, hast du welche Ignis Slide Krieger? Dann werde ich mal Schmützchen geben. Schmützchen sind hier irgendwo. Handkuss. Ich muss aber runter gehen. Runter. Nochmal Schmützchen geben. Ja, toll. Schmützchen geben. Yes, ich habe auch wieder Turteltäubchen. Ich habe schon lange. Ja, toll. Ah, das ist ein Level 60er. Sehr Konstantin. Slash Party Sir Konstantine. Was? Slash Party Sir Konstantin
Nee. Suche Party für. Nein, biete Party für Agge. Ich weiß nicht. Sonst gehen wir mal nach Agnes. So. Komm. Gehen mal dorthin. Jasser, alter Mann, heute ist wirklich nichts los. Slidebreaker. Wo bist du jetzt? Jetzt finde ich den nicht. Dankeschön. Ja. Nun gut. Ich weiß nicht, wo ist es da drüben? Agus. Ja, irgendwie schaffen wir das schon. Also, wir gehen jetzt einfach hinten durch. Also hier unten durch. Am besten da drüber. Muss kurz schauen. Ja, irgendwie haben wir dann dort schon ein paar Leute, wo wir einfach mitmachen, halt zum zweiten in der Party, wenn sich jeder wieder raus Ding und eben anders anschließen. Die wissen ja irgendwie, wie sie an die Partys kommen. Aber wir nicht so. Keine Ahnung, die sind scheinbar an der Gilde. Die haben Gildenpartys. Wir haben ja keine. Wir haben zwar keine Gilde, aber ja. Auch keinen Beitritt. Also wir können auch nicht beitreten. Weil wir eben nicht in der Gilde sind. Aber ja. Ja, noch 9 Minuten plus die. Ja, komm. Komm, wir machen es so, als würden wir abhauen. Aber gehen dann trotzdem rüber. Dieser Feigling, voll der Feigling eines Barbaren mit seinem kleinen Knüppel. Nein. Wir sind nur so die kleinen Feiglinge, die gleich beleidigen müssen. Also er ist nicht in Sichtweite. Dann gehen wir halt nochmals runter und schauen mal, ob er immer noch angreifen kann oder will. Ja. Gehen aber trotzdem. Wir gehen am besten unten an der am Wasser entlang. Da sieht er uns nicht. Der will wahrscheinlich Schamel angreifen. Was ist jetzt mit Schamel passiert? Ah, Syrtis hat angegriffen. Ah, du Scheu. Wir haben ihn ein bisschen weggelockt, damit er uns angreift, damit Syrtis besseres Spiel hat. Ja, deshalb. So. Nein, ich werde nicht irgendwo hingehen. Das werde ich nicht machen. So, wir werden jetzt hier oben durchgehen. Und schauen mal, ob hier irgendwas sind. Aber denke ich mal nicht. Ja, toll. Wir sollten sowieso die Syrten angreifen. Aber die Syrten sind zu viel. Aber wenn niemand will... Ach man, irgendwie sind die Ecken voll intolerant. Die nehmen niemand an, der ein bisschen unterlevelig ist. Und deshalb habe ich so schweres Spiel. Ach, mit Level 37. Man bekommt einfach kein Level, keine Gruppe an. Tja. Ja, hier ist niemand. Hier ist niemand. Da ist ein Syrte. Ja, okay. Ich gehe wieder zurück. Er hat mich gesehen.
Ja, aber ich kann doch den nicht angreifen. Wir sind zu zweit. Wir können nicht angreifen. Das ist das Problem. War das jetzt gerade ein Bogenschuss? War das ein Pfeil? Ich bin jetzt nicht sicher, aber... Wo bist du jetzt? Wir sind doch in der Party, bist da vorne. Ich möchte den Part noch ein bisschen länger machen und angreifen, aber irgendwie sind die Icken ja nicht da. Ich tue jetzt mal kurz das Kostüm aus und stecke mich dahinter. Vielleicht kommt ja der Xertox. Komm mal hier. Alga. Ja, aber was sollen wir in Alga beschützen oder was? Wir gehen am besten unten durch, oder? Ja, wir gehen am besten dort. So, also machen wir den Part ein bisschen länger. Wenn in Alga nichts ist, mache ich den Part aus. Und wenn doch etwas ist, mache ich noch ein bisschen Kloppe mit Xertox. Ja, aber sollen wir hier entlang? Ja, wir gehen hier entlang. Wir gehen am Wasser entlang, da ist es sicherer. Komm, gehen wir dorthin. Da sind wir ein bisschen sicher. Das ist immer meine Route, also immer hier am Wasser entlang. Ja, er geht oben durch, ich gehe unten durch. Ich gehe lieber unten durch. Weil oben ist meistens die Route der Algen. So. Ein Magnetstück. Wollen wir nicht unten durch? Naja, ist nicht so gut der Weg. Dann gehen wir oben durch. Ich bin halt ein bisschen ein Schisshase. Wenn ich halt unterlevelig bin, bin ich halt das kleine Opfer. Ich hau jedenfalls ab, wenn er hier oben angegriffen wird von einem Eisen. Aber unterstütze ihn, wenn er halt nicht von 200 angegriffen wird von einem kleinen Eisen. Er hat keine Animation. Ey, rückwärts. Das ist der Ding-Tanz. Michael Jackson tanzt da. So. Gut, die Brücke ist hoffentlich frei. Dann will ich annehmen. Nein, den will ich nehmen. Dankeschön. Nochmals ein A. Zwei Magnus. So. Ich kann dir auch ein bisschen Magnus abgeben, dann mal. Aber das nicht in der Aufnahme. So, haben wir hier irgendwelche Leute? Nein. Ich will mal kurz schauen. 423. So, das ist das Ork, das Trolllager. Hier sind sicher irgendwelche Erzürten, die wollen ja das Fort wieder zurückerobern. Da müssen wir uns gut umschauen.
So. Schaut mal eine an, da ist ein Orange und das ist einer von uns. Gut. Sehr schön. Na, der Davoe. Ah ja. Der Davoe und der Elare. Was ist denn das für eine Kleidung? Was ist das für eine Kleidung? Das ist eine gefärbte Kleidung. Aha. Okay. Ich bin halt recht schwach. Ich werde mal in der Mitte bleiben. Davoe. Delare. Ramis. Ja, ja, er greift mich an. Ah, das ist der Troll. Ich hau lieber vom Troll ab. Ja, er ist tot. So, wie geht's denn hier? Danduin Christwind. Der Aren. Hallo Aren. Das ist der, der immer im Chat irgendwelche Geschichten erzählt. Gut. Noch 9 Minuten. Diese 9 Minuten werde ich noch auf. Diese 9 Minuten werde ich noch aufnehmen. So. Aber ich werde von oben runter schauen. Finde ich gut. Erfahrung und Warzone Punkte. So, schauen wir mal. Der Ahn ist hier unten. Keine Süden. Sehr schön. Wir schaffen das. Ja. Ich weiß es auch nicht mehr, trotz nur 2 Jahre. Ja, ja, Aren Martell, bist du bei Martell, dieser Plastikzeugsherstellungsproduktionsfabrik? Ich. Schreib dir etwas. 8 Minuten ab jetzt. Ihr habt so drauf. Beim Nichts machen, ja. Danke an die Lil 60er fürs Verteidigen. Hallo, Varox. Der Troja! Da fühle ich mich schon ein bisschen beschützter. Der ist nämlich recht gut. Er hat mir auch schon ein paar Mal geholfen. So, da ist der Troja. Invitius, die Gilde. Da kenne ich mich ein bisschen besser aus. Ich weiß jetzt nicht, ob die Dinge angreifen. Bin nur Level 37. Takamori? Sehr schön. Anduin, Troja ist wieder hier, Aclair. Bisschen Werbung machen. Eben. Eben. Bin nur der Kameramann. Also, sorry. Mhm.
Mal schauen, ob sie es verstehen, aber scheinbar nicht. Ich bin halt auch nur der unbekannte Let's Player. Gut. Noch 5 Minuten rumstehen. Ja, der York-Jagdhorn ist auch mittlerweile da. Der davor, der ist mit seinem Troll ein bisschen am herumchillen. Auch gut. Oder vielleicht greift er ja die Syrten an, das ist eine gute Taktik. Damit die nicht zum Fortkommen kommen. Der Celebrian Leon, die hat wahrscheinlich ein bisschen etwas abbekommen vom Holly Jar, wird geheilt, auch gut. Der Varrox ist hier wieder, der Zatrell ist hier. Und der Zyklopenkriegermeister wird wahrscheinlich einen Syrten hier ein bisschen jagen. Nicht vom Dorf vor, der andere wahrscheinlich. Ich bleibe jetzt lieber hier, damit ich die Erfahrung bekomme. Das ist nämlich auch gut, ein bisschen Erfahrung bekommen. Das sind um die 3000, glaube ich. Aber jedenfalls bei einem Fort, wo man dann erfolgreich haltet. Die 3900 habe ich, glaube ich, beim Herbrettfort bekommen. Beim Eferias Kessel haben wir es nicht geschafft, glaube ich. Und ja. Schön, viele hier. Das ist gut. Nein, ohne Dinge. Ich will nicht lachen. Ja, die Sirten haben keine Chance. Ja, noch 3 Minuten 34 Sekunden, auch gut. Steifo. Der Steifo soll Comeback kommen, also wo ist der Steifo? Varrox hat einen coolen Helm. Das wäre ein Helm. Das ist ein blau gefärbter Helm von diesem Boss da. Ich weiß jetzt nicht, also wer es weiß, Dankeschön fürs Schreiben in die Kommentare. Da ist einer mit dem... Was ist das für ein Helm? Einer der Karnevalsmasken oder so. Da ist einer der Magierhüte, wo ich auch habe beim Beshi. Der Trevor hat ein Ding. Ich weiß nicht, wie diese Frisur heißt, aber eines der gekauften Frisuren, scheinbar. Das ist so einer der orientalischen Hüte. Noch zwei Minuten. Wahrscheinlich so ein Level 28 oder Level 26er Hüte. Ja, Halloween ist nicht mehr ganz, Weihnachten ist auch nicht mehr ganz, der Otterside kommt mit einem Alien-Hut. Ich bin der Beschützer vom kleinen Xertox. Also, Xertox, kannst du mir dann kurz schreiben bei diesem Video, welches Level du warst, wo du aufgehört hast mit Regnum, Pause gemacht hast und jetzt wieder angefangen hast? Würde mich mal interessieren, wie viel du schon gelevelt hast seitdem. Und Dankeschön, dass du durch meine Videos wieder angefangen hast, weiter zu leveln. Und meine Parts zu schauen, ja.
Ich war ja damals, glaube ich, schon ein bisschen Let's Play. Damals habe ich wahrscheinlich auch ein Let's Play gemacht. Das war mein zweites Let's Play von Regnum. 2013 habe ich das dritte Mal Let's Played. Oder das zweite Mal Let's Played und dann das dritte Mal 2014. Und ja, jetzt wieder mit 2015. Freut mich, dass ich so weit. Also ja, mit 2011 habe ich ja das erste Mal Videos aufgenommen auf YouTube. Und 2008 oder 2009 habe ich Ruckel-Videos auf MyVideos hochgeladen. Damals noch mit einer schlechten Version von Fraps. Und ja, Knochenstab. Er tut einfach mal ein paar Werbung machen auf dem Handelschat. Suche Umhang mit Kapuze. Oh, der Charion. Greif mich nicht an. Haben wir überbekommen? Eroberer. Okay, und was haben wir überbekommen? Irgendwo steht's doch, oder? Nein, das ist schon wieder der Troll, der mich angegriffen hat. Man sieht es leider nicht. Und hat eigentlich sehr wenig bekommen. Vielleicht kommen wir es erst über. Naja. Also, ich beende jetzt diesen Part. Zentralaltar. Können wir jetzt hier drauf drücken? Ich weiß es nicht. Der Goemon ist wieder hier. Steifo ist auch hier. Bella ist auch hier. Ah, schön. Die kenne ich alle. Einfach vom Hinsehen, vom Chatten. Ein Fail-Raid. Tja. Was ist mit dir los? Du hängst irgendwie ein bisschen herum. Wie heißt er? Trevor ist man mal wieder nur am Hängen. So. Das muss ich noch kurz schreiben. Vielleicht ist er nur bei mir oder so. Kann man den nicht runterholen? Sonst kann man ein paar Monster runterholen. Aber Spiele kann man nicht runterholen, weil sie kein. Ja, weil man mit ihnen nicht da interagieren kann. Also, Monster sind ja feindlich, die kann man runterholen durch einen Schlag. Aber Igen kann man ja nicht runterholen. Schade. Nun gut, solange uns dieses Fort noch beisteht, werden wir es noch ein bisschen erkunden. Ab jetzt möchte ich gerne auch aufhören mit der Aufnahme von Champions of Regnum. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das geht. Also wenn sie falls jetzt noch angreifen werden, die Zyrten, werde ich noch zeigen, wie wir halt sterben. Aber sonst nicht. Nun gut. Also, Dankeschön fürs Schauen dieses Partes, dieses längeren Partes. Und macht's gut. Tschüss. So, hab mich töten lassen mit von Atar Fa. Also Dankeschön und für dich ein Geschenk in Form von ein paar kleinen Reichspunkten. Und ich habe mich jetzt hier von Xerox verabschiedet. Gut nachgesagt und oh, voll cool, schaue ich mir auf jeden Fall an. Lass uns das wiederholen. Klar, werden wir wiederholen. Jo, also, ja, leider leckt es jetzt ein bisschen, weil ich jetzt gerade rendere. Den Part 34 rendere. Der kommt heute Abend noch und ja. Also, Dankeschön, dass ich es mit dir aufnehmen konnte. Xertox Xyntyx. Und ja, hat mir Spaß gemacht. Ich werde es auf jeden Fall wiederholen. Und ja, also nochmals guten Abend oder gute Nacht wünsche ich euch. Und ja, im nächsten Part wahrscheinlich wieder ein bisschen Beshi. Oder dann auch wieder mit Xertox Xyntyx. Also, bye, tschüss.